Zuschauer, hier ist Ihre Emma Stapel mit DSTV, heute direkt aus Karlsruhe, wo hinter mir das NPD-Verbotsverfahren zu Ende ging. Sehen Sie dazu eine Zusammenfassung sowie einige Stellungnahmen? Also ich glaube, die Innenminister und der Bundesrat hat sich keinen Gefallen getan mit diesem Antrag, aber jetzt gucken wir auf die Zukunft. Nach 2003 scheiterte nun auch der zweite Versuch, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands zu verbieten. Einstimmig wurde der Antrag des Bundesrates vom 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts abgewiesen. Der Bundesrat wollte die NPD verbieten lassen, weil er nicht akzeptieren wollte, dass es in Deutschland eine politische Kraft gibt, die sich konsequent für deutsche Interessen einsetzt. Entscheidend ist, dass die NPD weder die Demokratie noch den Rechtsstaat beseitigen will, sondern wir wollen dem Volk wieder zu seinem Recht verhelfen. Die mit großem medialem Interesse verfolgte Urteilsverkündung in Karlsruhe beendet ein mehrjähriges Verfahren, das die NPD immer wieder, besonders bei Wahlen, durch den Makel der Verbotsdrohung benachteiligte. Wenn man natürlich über Jahre hinweg dem Wähler suggeriert, die NPD könne verboten werden und deswegen braucht man die gar nicht wählen, das verfängt natürlich irgendwann beim Wähler. Nur mit dem heutigen Tage weiß der Wähler, die NPD ist nicht verboten. Sie kann gewählt werden und ich glaube, wenn wir entsprechend für uns werben, wird das in Zukunft auch wieder der Fall sein. In ihrer 298 Seiten starken, von zum Teil erheblichen inneren Widersprüchen durchzogenen Urteilsbegründung versuchen die Karlsruher Richter eine Verfassungsfeindlichkeit der NPD zu konstruieren, indem sie ihren Volksbegriff ins Illegale umzudeuten und rechtswidrig auf alle in Deutschland lebenden Menschen auszudehnen versuchen. Hier ist durch den Urteilsspruch weiteren Versuchen der Kriminalisierung und Diskriminierung jedweder inländerfreundlicher Opposition Tür und Tor geöffnet. Es ist ein großer Sieg heute und man muss bedenken, dieses Blabla, die zwei Stunden, die da vorgelesen sind, das alles, was dazu geschrieben worden ist, ist ja nur dazu geschrieben worden, damit die Vertreter der Minister, der Parteien, denen die Richter entstammen, auch etwas mit nach Hause nehmen können, wo sie politisch dann entsprechend sagen dürfen, jetzt ist endlich mal was festgeschrieben. Entscheidend für unser Land ist aber, dass der Bundesrat mit seinem Verbotsansinnen gescheitert ist und die älteste nationale Partei Deutschlands auch weiterhin handlungsfähig und legal bleibt. Speziell bei der nun bevorstehenden Landtagswahl im Saarland brauchen die Wähler nicht mehr zu befürchten, dass ihre Stimme für die NPD verloren ist. Die NPD ist im Saarland ein ganz entscheidender Faktor. Ich habe mich gerade am vergangenen Freitag in eine Podiumsdiskussion eingeklagt, die morgen Abend stattfindet. Dort hat das Verwaltungsgericht des Saarlandes in der Begründung ausdrücklich geschrieben, dass die NPD aufgrund ihrer Bedeutung im Saarland zur Podiumsdiskussion einzuladen ist. Und deswegen kann ich nur sagen, das Gericht mag das jetzt so gesehen haben, aber wir werden sowohl dem politischen Gegner als auch unseren Wählerinnen und Wählern beweisen, dass das Gegenteil der Fall ist. Die NPD hat Bedeutung und wird diese Bedeutung jetzt bei den kommenden Wahlen nachdrücklich unterstreichen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie freuen sich genauso sehr wie wir und unterstützen uns weiterhin tatkräftig bei unserer Arbeit. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal, Ihre Emma Stapel.